Servus und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord mit mir, dem Eagle, und mit der Tochter des Wolfs, die sich aktuell in, was, Pabastan aufhält. Okay, irgend so ein kleines Dorf. Naja gut, im ersten Part haben wir ein bisschen so für einen finanziellen Grundstock gesorgt. Wir haben hier unsere ersten Truppen zusammengesammelt, also das ist durchaus, das kann sich schon sehen lassen. Wir haben hier so ein paar Gefangene noch mit dabei. Alles also soweit ganz in Ordnung für den Anfang. Jetzt müssen wir halt mal sehen. Ja, ich würde sagen, als erstes richten wir jetzt mal unseren Trupp her. Also wir haben hier Quartiermeister, Speer, Wundarzt, Baumeister. Ich meine, wir sind 5 Mitglieder in der Familie. Es wäre eigentlich nur fair, wenn die alle irgendwo einen Platz kriegen würden. Deswegen, ich war Quartiermeister, glaube ich, werde ich mal Corain reinsetzen, weil der Wolf ist völlig OP. Speer setze ich mal, keine Ahnung, Lupus setze ich mal rein. Wundarzt wollte ich auf jeden Fall den Wolf reinsetzen. Alleine schon, weil der eine sehr praktische Fähigkeit dann freischalten kann, die dazu führt, dass wir dann etwas länger was von ihm haben hier. Und zwar, das war immer einmal hier, Gesundheitsrat, Chance auf Erhöhung vom Tod durch Altersschwäche für jedes Clan-Mitglied. Gut, das ist für Clan-Führer, das ist er jetzt in dem Sinne nicht mehr, aber das andere ist hier dem Tod entkommen, genau, das war das Interessante. Ihr könnt dem Tod durch Altersschwäche einmal entgehen. Für ihn persönlich, das ist sicherlich gar nicht so verkehrt. So. Und ja, da muss ich jetzt gerade mal schauen. Okay, der Baumeister fehlt, glaube ich, noch. Ne? Ja, okay, komm, da können wir Isabella reinsetzen. So. Gut, jetzt müssen wir im Prinzip, ich würde sagen, erstmal abwarten, oder? Bis die Gefangenen rekrutierungsbereit oder zumindest unsere Verwundeten wieder auf dem Damm sind. Also, naja, mal gucken. Ich würde sagen, wir warten jetzt einfach mal. Stop right there. Was? This is a robbery. Was? Was? Wo kommt ihr denn jetzt her? What the fuck? Sag mal, seid ihr irgendwie Jeck? Warte mal. Vielleicht können wir eine Einigung finden. Für 1000. Für 1200. Na gut. Ausnahmsweise. Wo kamen die denn jetzt her? Moment mal. Wo zum Fick kamen die denn jetzt alle her? Freunde. Was zum Teufel? Wo kamen die denn jetzt her? Die sind, das habt ihr doch gesehen, oder? Die sind aus dem Nichts, sind die aufgeploppt. Ach du Scheiße. Na wartet, ihr Penner, das hole ich mir zurück. Und zwar Denar für Denar. Oh, ihr seid ja Penner. Das ist ja unglaublich. Grasbanditen. Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Das ist ja, also ich bin schwerst empört. Steppenpferd, nee, Steppenpferd behalten wir mal. Rohseide und Flachs wird auch nochmal vertickt. Also, nee. Nee. Das ist ja richtig kackendreist. Na gut, hier Honig und Brot wird noch verkauft. Von mir aus der Kaffee auch noch. Wir haben immer noch genug Nahrung. So. Ja, nee, also das sehe ich ja gar nicht ein. Wisst ihr was? Wir machen jetzt erst einmal so. Wir machen jetzt wieder einen Spaziergang durchs Stadtzentrum, beklauen ein paar Leute und da muss ich noch mit Corain sprechen. Die ist ja jetzt unsere Quartiermeisterin. Also, nee! Das ist ja unglaublich. Wie viel waren das jetzt? Mehrere, also 500 Leute oder so? Corain? Peace to you. So. Wie sieht das aus? Also, nee. Genau, wie war das gleich? Genau, es gibt jetzt nämlich auch ein Supply-System. Da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Also, wir haben aktuell 0 Textilien, 0 Alkohol, keine Tierprodukte. Okay. Make sure to stock up our supplies when possible. As you wish, meine Fürstin. I shall supply our retinue whenever possible. Okay, also für 10 Tage wird ihr unsere Vorräte aufstocken. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und, ja, ich muss jetzt gehen. Ist gut. Also, nee. Nee, das war auch, das ist, weiß ich sage, das ist ein Bug vom Spiel. Wait a minute. Alter, was?
Ja, toll. Jetzt haben die erstmal Corain zusammengehauen. Ja, toll. Okay, das ist sehr, sehr dumm. Ich hau mal wieder ab. Tut mir leid. Tut mir leid, dass ich nachgefragt habe. Ich wollte doch nur was klauen. Ja, das hat sich ja wieder gelohnt. Warte mal, ist jetzt eigentlich meine... ist die jetzt eigentlich gefangen genommen worden? Oder nicht? Nö, die ist immer noch im Trupp. Ich habe die irgendwie in Sicherheit gekriegt. Ja gut, ich warte jetzt halt einfach mal ein bisschen. Oder? Ja. Ich warte jetzt einfach. Alter, was ist denn das hier für eine Horde an Banditen, die sich da durch die Gegend wälzt? Was ist denn jetzt los? Captor Event ist ready. Oh, da ist einer abgehauen. Ist ja eine Schweinerei. Alter, was ist denn das für eine riesige Banditenkarawane? Holy shit. So, warte mal. Na, endlich. Die ersten Leute sind jetzt hier mal verfügbar. Na, Gott sei Dank. Wir warten noch ein wenig. Alter, ist das hier ein riesiger Haufen. Oh! Ja, toll. Da ist noch einer abgehauen. Ja, super. Okay, Moncho kümmert sich darum. Ich könnte mich eventuell ihm anschließen gleich. Okay, Corain erholt sich langsam. Ja, ich warte aber noch ein kleines bisschen. Ach so. Der sammelt die jetzt einzeln auf. Ich musste gegen alle auf einmal antreten. Ja, nö, ist klar. Nicht länger warten. Kann ich jetzt hier nochmal wen rekrutieren? Nein, okay. Egal, egal. Wir gehen jetzt auf jeden Fall kurz mal zum Tavernenbezirk. Holen uns nochmal diese Champions. Verkaufen noch ein paar Gefangene. Die Kollegen hier, genau. Und den, die Diebe verkaufen wir noch. Ach, weißt du was? Komm, wir verkaufen alle. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Wir holen uns neue. Das war jetzt zwar dumm, weil ich ein bisschen eigentlich hätte warten sollen, aber... Komm, warte mal. Ich bewege mich jetzt mal in der Reichweite von Monchuk, okay? Wir bleiben... Wir schlüpfen jetzt einfach ein bisschen unter. So. You best back off. There's... Du kommst mit, Alter. Du kommst so... Monchuk kommt auch noch mit. Sehr schön. Ja. Okay, gut. Das war easy. Wait a minute. Ihr seid... Warte mal. Ach, ihr seid Bauern. Ja, nee, euch wollte ich ja gar nichts tun. Okay, warte mal. Da ist so ein vereinzelter Trupp. Komm, die kriegen wir. Schau ich mir gleich an. We've got no quarrel with you. Ja, aber ich habe quarrels with you. Komm, er kommt mal mit. Ah, wer ist denn jetzt draufgegangen? Ein Bauer. Ja gut, von mir aus. Komm. Gebt mir eure Leute. Jawohl. Sehr gut. So, was war jetzt hier? Ey, jetzt ist das Heiratsangebot weg. Schweinerei. Also sowas. Okay, interessant. Schade. Hätte ich mir gleich angucken müssen. Aber ich muss sowieso dann gleich mal schauen, wie man das am sinnvollsten machen. Verkauft eure Gefangenen, wählt die Gefangenen aus, die verkauft werden sollen. Wen haben wir denn da? Ach komm, hau raus. Brauchen wir jetzt nicht. Zum Handeln. Zum Streitkolben. Widerhakenpfeile. Ringpanzer. Ist das besser als das, was wir für die Leute haben hier? Ah, ein bisschen. Ein bisschen besseren Körperpanzer. So, genau, komm. Weg damit. Super. Da können wir ja wieder gehen. Ah, wir haben wieder Geld gefunden. Alter, jetzt geht's aber los. So, na komm. Mess with us. Ja, ja, ist gut, Kumpel. Es ist jetzt halt am Anfang, müssen wir halt jetzt diese ganzen Banditengefechte machen. Komm, wir nehmen alles mit, was irgendwie Beine hat. Ein Swindler haben wir jetzt hier. Oh, wie schön. Ein Kurzschwert. Wer könnte denn das gebrauchen? Ist ein Kurzschwert jetzt besser als so eine Axt? Ich glaube nicht wirklich, ne? Nee. Können wir aber im Zweifel verkaufen. Das ist ja auch gut. Komm. Hier, Crimson Gang oder was das ist.
Crimson Cartel. Komm. We're just harmless travelers. Na, leider nicht, leider nicht. Ihr kommt alle mal schön mit. Wer ist denn jetzt draufgegangen? Ach, schon wieder ein Bauer. Naja, die Bauern dürfen ruhig draufgehen, das ist jetzt nicht so wild. Ja, komm, so, genau. Zack. Warte mal, was habe ich jetzt da erbeutet? Eisenhelm über Unterhaube, verbeult. Oh, Stufe 28, das nehme ich ja gerne an mich. Was haben wir hier? Wo ist denn Lupus? Komm, du kriegst hier die schöne Kappe. Dann haben wir hier die Lederrüstung über dem schweren Stoffhelm. Das ist auch ganz gut. Zivil hast du ja immer noch die alte Tunika. Das ist natürlich nix. Kriegst du hier noch zivil die Sachen. So, genau. Dann, was haben wir sonst? Wir sind schon wieder überladen, Alter. So, wisst ihr was? Hier Holz und solche Geschichten lassen wir jetzt einfach mal so. Dass wir das nicht aus Versehen weggeben. Honig haben wir hier schon wieder, okay. Was man hier... Also wir haben so viele Ressourcen mittlerweile, die man hier so erbeuten kann. Das finde ich echt cool. Ein bisschen sind wir jetzt überladen. Was ist denn nun los? Ah, ach so, wir haben hier wieder das mit den Hunting Traditions hier. Also, wir könnten... Ach, wisst ihr was? Das machen wir mal. Das ist doch lustig. Komm. You separate out a group of your most frail and disobedient prisoners. You don't seem to understand at first. But by the time they're all been gathered together, they seem to have caught onto your plans. Some are terrified, others eager for the chance to escape. Okay, also, wir waren jetzt eine menschliche Jagd. Na schön. Dann schauen wir mal. Komm. Let's allow them a brief lead before the pursuit begins. Gebt ihnen Hölle und so. Wo sind die denn alle? Ja, ihr sollt nicht jubeln, ihr sollt die verfolgen. Ja, ich will hoffen, dass ihr die noch kriegt. Alter, ich bin so langsam. Ich muss echt mal dringend wieder meinen Skill leveln. Aber jetzt mal im Ernst, wo sind die denn? Ich sehe die nicht mal. Ich kann die auch nicht... Doch, nee, das sind meine Leute, die ich mit Alt aufrufen kann. Aber naja, gut. Ist ja letztlich auch egal. Was haben wir da eigentlich alles? Oh, doch, wir haben mal ein paar. Also diese Champions finde ich eigentlich ganz cool. Die sind alle weggekommen. Oh, komm. Das ist ja nicht gerade befriedigend. Ach so, und jetzt müssen wir nochmal gegen die kämpfen, weil sie abgehauen sind. Aha. Komm, dann senden wir Truppen. Ach toll, und uns ist dabei noch einer draufgegangen. Ein Pillager. Ja, wow. Okay, das lohnt ja mal überhaupt nicht. Obwohl. Okay, der Trupp hat jetzt aber Moral gewonnen, oder wie? Letzte Ereignisse, persönlich, Nahrungsvielfalt. Keine Ahnung, kann ich jetzt überhaupt nicht sagen, ob sich das jetzt gelohnt hat oder nicht. Achso, ich glaube, ich wollte hier rein, ne? Paar Gefangene verkaufen. Kusait-Karawanmeister, nö, brauchen wir nicht. So, was haben wir hier? Decorated Bronze Hand G. Eine Einhand-Axt. Könnte ich das dir geben? Ist das besser als das, was du hast? 70 Schnitt. Nee, das ist ja... Nee, das ist nix. Das ist was zum Weggeben hier. Jagdbogen, Widerhakenpfeile. Hast du... Ah, du hast verbogene Widerhakenpfeile. Kriegst du jetzt auch nochmal vernünftige. Der Rest kommt weg. Was haben wir hier? Helm mit Gesichtsschutz, rostig. Ja, das kriegst du natürlich. Das ist hier noch die bessere Lederrüstung. Das sieht ja alles noch ganz ordentlich aus, was wir da haben. Armwickel. Nee, da ist sonst nichts mehr. Das ist sonst alles nichts mehr, gescheit. Oder warte mal. Ach, Corain hat gar nichts auf dem Kopf. Okay, das ist natürlich blöd. Da tun die Kopftreffer ganz besonders weh. So. Jetzt lass mal gucken, was haben wir denn da? Würsteln. Kann man theoretisch verbrauchen, aber komm. Verkaufen wir erstmal. Eisenerz verkaufen wir auch. Fleisch. Rohseide. Kann auch weg. Käse, komm. Das passt schon. Salz. Weiß ich nicht. Brauchen wir Salz? Ne, das sind... In Markcap für 200...
Für 239 verkäuflich? Ja, dann verkaufe ich das noch nicht. Alter Falter. Okay. Das Bier ist in Markcap auch billiger zu verkaufen. Teurer zu verkaufen. Okay, das ist ja cool. Okay, also ich meine, das sind ein paar Denare, die man damit Gewinn macht, aber trotzdem. Komm, dann nehmen wir noch ein paar Maultiere mit, oder? So als Transport. Das ist doch top. Ah, das erhöht auf jeden Fall die Kapazität ganz gewaltig. So, haben wir jetzt schon Herdenmalus? Ach so, ich kann mir das gar nicht leisten. Ich sollte vielleicht vorher drauf gucken. So. Im Tavernenbezirk kann man diese Karawanenmeister. Nö, werde ich jetzt mal nicht mitnehmen. Dann gehen wir nach Markcap. Wo ist Markcap? Ach, da oben. Okay. Müssen wir jetzt nur ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht irgendwelchen Banditen wieder in die Arme laufen. Ach du Scheiße, was ist denn das hier? Oh, der hat die alle aufgesammelt. Respekt. Was haben wir hier? You notice a thin trail of flattered grass by the side of the road. And stepping off to investigate, discover an unmarked barrel. Ah, ein unmarkiertes Fass haben wir gefunden. It's a bit damaged. Having apparently fallen off the back of a cart, but remains intact enough that when you pop the cork, the smell of sweet wine floods your senses. Ah, wir haben ein Weinfass gefunden. Geil. Not wishing to waste such a fortunate find, your party stops to partake and drown the day's tribulations in a few hours of fortuitous merriment. Ach, schön. Cool, das hat uns ein bisschen Moral gegeben. Nice, finde ich gut. Klar, mit Saufen kann man die Moral immer steigern, das wissen wir doch. So, Tavernenbezirk. Ah, ihr habt so Sniper. Oh ja, die nehme ich gerne. Sniper mag ich gerne. So, okay, jetzt sind wir eigentlich auch schon fast beim Maximum angekommen, was wir aktuell mitnehmen können. Das ist ja schon mal ganz gut. So, Tavernenbezirk. Nee, kann man nichts verkaufen. Ah, aber wir können natürlich hier die ganzen tollen Sachen hier. Das Salz zum Beispiel können wir verkaufen. Weg damit, komm. Tee kann auch weg. Ton, solche Geschichten. Okay, gut, das ist das Getreide. Das passt so, oder? Es gibt sonst nichts mehr zu verkaufen. Großartig. Wie sieht's aus? Wir haben keinen Herdenmalus aktuell. Das ist gut. Würde ich gerade, soll ich mir Steppenjäger noch kaufen? So normale Pferde. Na gut, einen Steppenjäger kaufe ich mal. Oder dann haben wir... Ah, wir haben noch keinen Herdenmalus. Sehr gut. Dann würde ich sagen, warten wir hier mal ein wenig bis zum nächsten Tag. Und dann können wir mal in die Arena gehen, oder? Baron. Oh, da wurde jemand hingerichtet. Oje, oje. Ja gut, da muss man immer klar, sein. Das kann jetzt durchaus passieren. So, wir warten nicht länger. Wir gehen mal in die Arena. Was gibt's denn hier überhaupt? Vollhelm über geschnürter Haube. An sich, why not? Wenn wir das irgendwo hin kriegen hier, das wäre natürlich ganz schön. Schauen wir mal. In jedem Fall können wir damit ein bisschen trainieren. Na, das ging ja easy. Hey! Yay! Einfach. Okay. Och nein, jetzt muss ich gegen meinen Vater ran. Um Gottes Willen. Ausgerechnet gegen das Nahkampfmonster. Oh, shit. Au. Oh, das tut weh. Scheiße. Das war voll gegen den Kopf und das macht gerade mal 30 Schaden? Au. Oh, das arme Pferd. Gleich haut's mich auf die... Gleich haut's mich auf die Fresse. Ja. Das hatte ich befürchtet. Au! Alter! Au. Dieser blöde Blutungsschaden immer. Komm, komm, komm. Ja, Gott sei Dank, ein bisschen regeneriert man sich, ja? So. Aua, fuck! Ja, lach du mich nur aus, Alter. Hat der mir gerade die Fresse poliert? Ach, der Wolf hat das gewonnen. Oh Mann.
Ja gut, okay, das war jetzt aber auch wirklich fies. Holy shit. Gut, sobald ich vom Pferd unten war, war es eigentlich schon vorbei. Ah, aua. Das ist, also, nee. Also, so habe ich ja lange nicht mehr die Fresse poliert bekommen hier. So, was haben wir hier? Horse Archers. Nee, nee, danke. Aber wir besuchen mal die Taverne. Komm. Na? Peace to you. Ah, okay, nee, alles gut. Wo ist mein Daddy hier? Ach, da ist er. Na? Peace to you. Oh, ich habe aus Versehen wen ausgeraubt. Das wollte ich gar nicht. Ich habe gedacht, er sagt vielleicht irgendetwas zum Turnier, aber sagt gar nichts. Na? Wolf, du stehst ein bisschen im Weg. I'm yours to command. Okay, sie sagt leider auch nichts dazu. Manchmal sagen die auch was zu den jüngsten Ereignissen. Das wollte ich nur gerade mal sehen. Junge, sieht sie gerade gelangweilt aus. Oh Mann, die hat so gar keinen Bock. Ja gut, ich glaube, es gibt hier sonst nicht viel zu sehen, oder? Ja gut, so Heavy Horse Archers wären an sich schon cool, aber jetzt gerade können wir uns die leider nicht leisten. Also, wird dünne, sagen wir es mal so. Was haben wir hier? Achso, ne, Quests haben wir hier, die brauchen wir ja gar nicht. Ja, also doch, so ein bisschen müssen wir eine gewisse Grundstärke jetzt aufbauen. Das ist das Allerwichtigste. Dafür müssen wir jetzt halt noch ein paar Banditen auf die Fräse geben. Hier so ein Ambush-Trupp, das wäre doch genau unsere Kragenweite. Was ist nun wieder los? Ah, ich habe wieder Geld verloren. Ich muss eindeutig hier mal meine Sachen anbinden. Was ist denn nun wieder? Tournament of Pencannock. A rider approaches your party and hands a letter written by Caladoc, the art ride of Batania of Clan van Gryffindor, to one of your loyal soldiers. The letter states that you have been invited to attend a tournament in Pencannock and that you have been personally invited by its lord. Okay, it's said that the tournament prize will be a brown bear shoulders worth approximately 900... Okay. Ja gut. Ich habe halt jetzt gerade nur das Problem, dass ich da nicht rechtzeitig hinkomme. Unter anderen Umständen würde ich da gerne hin, aber da komme ich jetzt gerade einfach nicht hin. Es tut mir jetzt leid, Caladoc, aber jetzt gerade geht das nicht. Gerade ist das für mich nicht möglich. Was ist jetzt eigentlich hier passiert? Ach, die haben sich gerade abgespalten. Kann das sein? Scheikant. We're not looking for a fight. Ja, ja, ist gut. Ihr kommt mal mit. So. Jetzt müssen wir gerade mal schauen. Wem gehört das jetzt? Khanat of Tigrit. Aha. Was found when the Tigrit have raised a rebellion against Montjuk. Ui. Okay, interessant. Wir haben jetzt also eine offene Rebellion da am Laufen. Jetzt muss ich aber gerade mal gucken. Jetzt haben wir doch hier so einen Helm erbeutet, oder? Hat doch der Wolf für uns gewonnen. Oh Mann, ey. Wem gebe ich denn das? Das könnte ich ihm mal geben, komm. Bei dir ist eh wurscht, ob man das Gesicht sieht oder nicht. Komm, dann kriegt sie dir jetzt das Ding hier. So. Nee, das ist so eine Eigenart von mir. Irgendwie die weiblichen Charaktere, da möchte ich eigentlich lieber, dass die Sachen anhaben, wo man das Gesicht wenigstens sieht. Weil ich habe ja extra Mods runtergeladen, dass die Frauen ein bisschen hübscher aussehen. Das ist auch wieder so typisch. Das ist einfach, das ist wieder so typisch Internet. Dass es einfach Mods gibt, die die Frauen hübscher machen. Was haben wir jetzt hier eigentlich? Ein Rundschild. Wer könnte denn ein Rundschild gebrauchen? Eigentlich niemand aus unserem Trupp. Nee, dann kann das weg. Brauchen wir nicht. Okay, jetzt haben wir noch den schweren Reflexbogen. Ja, was anderes kann ich mir jetzt gerade nicht leisten. Nee, der Rest muss weg. Hier noch Datteln haben wir hier noch. So, mal kurz gucken. Können wir zur Arena gehen? Ja, können wir schon. Oh, das ist natürlich top. Der Botschafter. Was ist denn der Botschafter? Keine Ahnung, aber ich probiere es mal zu gewinnen. Klingt interessant. Oh, es ist ein Schwert. Eine Einhandwaffe. Das ist cool. Interessant.
Entschuldigung. Habe ich schon wieder den... Oh, Alter, ich treffe ja nur die eigenen Leute. Also, ich bin ehrlich, was so Pfeil und Bogen angeht, bin ich echt noch ausbaufähig. Das gibt's doch nicht. Ich treffe ja wirklich keinen fucking Omnibus. Entschuldigung. Oh, danke. Es war zwar jetzt mein Gegner, aber komm, scheiß doch drauf. So, schön. Oh, der Wolf hat aufs Maul bekommen? Interessant. Hätte ich auch nicht gedacht. Nicht gut. Oh, schön. Alter, wie habe ich denn auf 2 Metern den nicht treffen können? Mein Gott, Alter. Alter, was ist denn das hier für ein Clusterfuck? Entschuldigung. Scheiße. Ich bin wirklich ein schlechter Verbündeter, habe ich den Eindruck. Das gibt's echt nicht. Ich treffe ja wirklich gar nichts. Jetzt treffe ich mal was. Ich fasse es nicht. Au. Au. Hörst du jetzt mal auf? Nee, Freundchen. Nee, 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 nee. That won't happen. Won't happen. Au. Ernsthaft jetzt? Alter, come on. Warum hat es mich jetzt eigentlich überhaupt vom Pferd runtergehauen? Ah, scheiße. Okay, aber die Gruppe hat sich trotzdem qualifiziert. Gott sei Dank. Mann, 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 Mann. Also ich bin echt noch ausbaufähig, was meine Fähigkeiten angeht. Gut, einen Hit schon mal gelandet. Oh, das war das Pferd. Tut mir leid fürs Pferd, by the way. Entschuldigung, Pferd. Es ist nicht persönlich gemeint. Nein. Au. Das arme Viech. Ja, das war's mit dir. Au! Du Sack! Na komm, komm, komm! Das gibt's doch nicht! Jetzt hat! Meine Fresse! Das habe ich mir schon gedacht. Habe ich etwa das Kämpfen verlernt oder was? So. Dann schauen wir doch mal, oder? Na, wo ist er denn? Das gibt's ja nicht. Erstmal treten. Jawohl. Au, scheiße. Jawohl. Kaputt getreten. Ich muss sagen, mittlerweile, seitdem ich mir die Steuerung so hingelegt habe, wie ich das früher bei Chivalry hatte, trete ich viel häufiger. Ich habe früher gar nicht getreten, weil ich einfach immer die Taste nicht gefunden habe. Ja toll, jetzt darf ich gegen meine Mutter ran. Ja, das ist ja fair, Lel. Obwohl, sie ist eigentlich keine große Nahkämpferin. Entschuldigung. Es tut mir leid, wirklich. Oh Mann. Jetzt ist meine Mutter auch noch frustriert. Oh je, ich glaube, ich muss mit der mal ein bisschen reden. Müssen wir da gleich mal schauen. Aber erstmal danke für den Botschafter hier. Das Einhandschwert. Wer könnte das brauchen? Corain.
Weißt du was, Corain, das kriegst jetzt du. Das habe ich für dich gewonnen. Ist doch okay. Komm, das kriegst du hier dafür für zivil da dein Ding. Und von mir aus kannst du den Dolch auch noch... Oder wie viel ist der wert? Ja, komm, den kannst du auch noch behalten. Das ist okay. So. Jetzt muss ich mal kurz mit ihr reden. Das ist ja, die tut mir jetzt irgendwie ein bisschen leid. Komm. Was ist hier? Rekrutiere kleinere Fraktionstruppen. Ach so, ich habe kein Geld. Ich bin so arm. Wie sieht's denn überhaupt aus? Wir sind jetzt... Ach nee! Wir können jetzt sogar 66 Leute mitnehmen. Okay, also Corain hat ordentlich gelevelt mittlerweile. Gehen wir mal kurz zur Taverne. Was ist denn das da am Boden? Na? Warte, was? Here's a likely whore. How much for your service? How dare you? In der Tat, wie kannst du es wagen? You stupid cunt, I will fuck you one way or another. Alter, was ein ongehobelter Röppel. Ist ja unglaublich. Also, nee. Also das ist ja aber mal wirklich dreist. Na? Die Banditen bereiten uns zwar eigentlich keine Probleme, aber wahrscheinlich ist es eine gute Übung. Ja, genau. I would like to dedicate my most recent tournament victory to you. Ah, schön. Ich kann ihr jetzt meinen Turniersieg widmen. Das sollte die Beziehungen wieder etwas verbessern. Alter, der latscht uns jetzt einfach durch die Konversation. Ich bin empört. Ach, schön. Wird um 1 gesteigert. Hm. Das ist aber ein bisschen wenig, oder? Ich glaube, ich muss allgemein gerade mal in den Mod-Einstellungen hier bei den Healthy Relationships muss ich ein bisschen was drehen. Das hat ja alles quasi null Auswirkungen. Ich muss gerade mal schauen. Invite fulfilled. Ja, komm, dann machen wir, wenn dann mal 5, damit sich das auch wirklich lohnt. Maximal 10. Was haben wir hier? So, was haben wir noch? Dedicated Tournament. Win. Aber von mir aus so 8. 3 bis 8. Genau. Irgendwie sowas, weil ich denke mir schon, also es sollte sich schon spürbar auswirken. Es sollte jetzt nicht völlig übertrieben sein. Aber trotzdem, irgendwie. Battle Relation Settings. Von mir aus machen wir hier Verlust, machen wir auch 3. Oder obwohl, nehmen wir mal ein bisschen weniger hier, komm. Irgendwie sowas, keine Ahnung. So, das sollte jetzt erstmal reichen. Aber trotzdem. Gut, das haben wir jetzt auf jeden Fall. Da gehen wir jetzt mal. Ja, und im Prinzip, ich würde jetzt gerne mal runter zu den Chinesen. Ich möchte schon mal sehen, was die Chinesen so haben. Alleine schon, was die an Truppen haben, da bin ich gespannt. Ich habe ja eben jetzt da nur am Ende das gesehen. Nein, Alter, ich will jetzt gerade keine Leute hier als lebende Zielscheiben benutzen. Back off, Stranger! Nun gut, ihr könnt euch jetzt anschließen. Ja, von mir aus könnt ihr, ja. Kommt mal mit, ich habe ja Platz. Aber ich muss Geld verdienen. Das hilft ja nichts. Warte mal. Band of Robbers, 39. Komm, das ist doch unsere Kragenweite. Oh. Der Herzog von Karbanzett wurde hingerichtet? Uff. Uff. Also die kämpfen hier schon mit harten Bandagen, muss man sagen. So, mal gucken. Band of Robbers. Schauen wir mal, dass wir die kriegen. Mess with us and we'll sell our... Ja, das ist mir in der Tat gleich. Jetzt möchte ich mal sehen... Ich würde jetzt gerne mal dieses ATS-Kamerasystem ausprobieren. Das ist, glaube ich, ein ganz angenehmer Rahmen jetzt hier. Schauen wir mal. Wir sind leicht überlegen, wir sollten das also eigentlich gewinnen. So. Hier, genau. Switch for free camera, das machen wir dann gleich. Wir haben jetzt erstmal hier die Nahkämpfer. Bogenschützen dahinter. Wir können hier mal Spread Out machen.
Hier lose Formation. Genau, schön auseinanderbleiben. Gut, dann haben wir noch die Reiter. Genau. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Oh, schau mal einer an. Wir haben echt ganz nette Truppen hier. Das ist, Achso, ich denke mir gerade, warum hat die da ein Küchenmesser in der Hand? Aber nee, die hat wahrscheinlich Wurfwaffen jetzt da. Oh, der wird schon geschossen. So, unsere Reiter greifen jetzt erstmal an. Eieieiei. So, zieht euch mal zurück. Das ist echt, das funktioniert echt verdammt gut. Sehr gut. So, da kann man nämlich schön mal reinschauen hier. Da wird schon zurückgeschossen. So, Attacke. Oh, die werden weggeswarmt. Alter, dieses Schwert ist ja geil. Wo sind wir eigentlich? Ah. Ach so, das ist hier. Ach, da stehen wir rum. Cool. Ja, das macht schon Bock. Okay, 5 Tote, naja. Das war schon ziemlich krass. Es war ein cooles Gefecht, hat Spaß gemacht. Gib mir mal die Leute her. So, was haben wir hier? Eine gezackte Streitaxt. Ist das besser als das, was sie hat? Ja, tatsächlich ein bisschen besser. Gut, das ist auch kürzer, aber das ist egal. Das ist jetzt nicht so wild. Bärenfell. Bärenfell gewachst. Waldstiefel gut. Okay, Bärenfell. Nee, ist tatsächlich noch nicht so dolle. Und was haben wir hier? Wir haben hier ein ramponiertes Bärenfell. Dann nehmen wir auf jeden Fall das gewachste natürlich. Corain hat noch gar nichts. Die kriegt ja ein normales Bärenfell. Dann haben wir noch ein Bärenfell. Ach, das ist ja top. Wer könnte das denn noch brauchen? Lupus kann das bestimmt noch brauchen. Ja, natürlich. Hier. Yeah. Außerdem, ja, Wolfi, du kriegst erstmal wieder was zum Werfen, so wie früher. Was haben wir da noch? Och, das geht eigentlich alles. Das ist jetzt nichts besonders Neues. Warte mal, wo ist ein Lupus gleich? Da. Der kriegt noch die Wiederhackenpfeile statt den zersplitterten Wiederhackenpfeilen. Welche waren denn das? Ah, die sind verbogen natürlich. Da kriegt er dann die vernünftigen Wiederhackenpfeile hier. So. Sieht doch ganz gut aus. Ansonsten Gebirgslandbogen, weiß ich nicht, ob das... Ne, es ist nicht wirklich besser als ein Jagdbogen. Hm. Pelzumhang mit Ketten ramponiert. Ne. Oh, ein Lederschuppenpanzer, gut. Ja, deutlich besser. Kannst du direkt mal anziehen hier. Waldstiefel, gut, ziehst du auch direkt mal an. Den Rest nehmen wir jetzt erstmal mit. Das ist doch top. Hat sich gelohnt. Und ich würde sagen, an der Stelle gehen wir jetzt mal hier zu dem Dorf. Und ich will hoffen, dass dann da nicht schon wieder irgendwie 100.000 Banditen spawnen. Aber wir haben jetzt langsam echt ein Problem. Also jetzt so geldtechnisch. Ihr seht ja, das Geld geht uns langsam aus. Also wir müssen jetzt dringend wieder Geld ranschaffen. Aber ich würde sagen, das machen wir dann, wenn dann, im nächsten Part. Ich bedanke mich an dieser Stelle mal wieder fürs Zusehen. Und wir werden uns dann weiter aufmachen in Richtung Süden. Und mal schauen,
was uns dann in dem Gebiet der Huaxia und vorher in dem Gebiet der Kergit oder wie die heißen, was uns da so erwartet. Und hier durchs südliche Imperium kommen wir auch noch durch. Also auf jeden Fall haben wir eine weite Reise vor uns. In dem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Servus und ciao.